Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück auf der Deutschlandkarte in Transportfieber 2. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gucken über den Großraum München hier und hier werden wir heute unsere Güterlinie, die wir in der letzten Folge ja gebaut haben, erstmal einrichten und dann mal schauen, dass wir heute auch die ersten Züge auf die Linie kriegen. Und hier brauchen wir dann natürlich noch Zufuhr mit Getreide. Hatte ich mir überlegt, machen wir mit LKWs, damit wir hier auch eine dauerhafte Zufuhr haben. Die Wege hier hinten mit den Bauernhöfen, mit Zügen, sind mir einfach zu weit, dass wir hier einfach einen Bauernhof hinmachen und hier dann rüberfahren und mit LKWs hier die Lebensmittelfabrik dann beliefern werden. Mal gucken, ob ein reicht. Wir haben schon ziemlich viele Städte, aber das werden wir dann im weiteren Verlauf der Karte dann sehen. So, wir haben ja hier unsere Weiche, die Doppelkreuzweiche, genau, fährt hier rein, fährt hier wieder raus, richtig. Und dann brauchen wir dann natürlich auch noch eine eigene Linie. Oh, das ist wieder blöd, ne? Oder wir machen mehr Züge. Weil wenn wir eine eigene Linie für die Treibstoffproduktion dann machen, dann haben wir ja trotzdem das Problem, dass der Lebensmittelzug leer wieder zurückfährt. Ne? Schauen wir mal. Wir werden jetzt erstmal die Signale setzen und dann alles andere wird sich dann wahrscheinlich eh von selbst ergeben. Vielleicht haben wir auch Wagen, die beides können. Das wäre natürlich das Beste, aber ich bin mir gar nicht sicher. Müssen wir mal schauen. So. Ja, die Mehrheit von euch, zumindest die, die kommentiert hat, die fand die Linie recht cool. Ein Kommentar gab es, ist auch eine coole Idee, wie ich finde, dass man den Güterbahnhof in Basel auch hätte unterirdisch machen können. Eigentlich eine relativ coole Idee. Könnte man dann mal schauen, dass man das in Zukunft bei anderen Bahnhöfen dann nochmal so macht. Hier würde ich es jetzt erstmal so lassen. Aber an sich eigentlich eine recht nette Idee. Das muss ich schon sagen. Jetzt haben wir hier die falschen Signale. Aber können wir einfach hier ersetzen. Da hatte ich noch die Tunnelsignale ausgewählt. So. Dann geht es hier weiter. Cool ist eigentlich, dass wir hier nie mit der Personenstrecke zusammenkommen, ne? Was dann natürlich dafür sorgt. Warte mal, hier brauchen wir natürlich. Genau, hier hatte ich die Weiche hier vorne gesetzt. Was dann natürlich dazu führt, dass wir uns hier nie in die Quere kommen. Aber trotzdem sehen sich die Züge dann bei den Mitfahrten. Ist eigentlich relativ nice. So, dann von Basel hier rüber. Einmal nach Konstanz. Dann fahren wir hier durch. Ulm wollte ich dann von Konstanz beliefern, genau. So war der Plan. Fahren hier rüber und fahren dann wieder nach hier. Genau. Nee. Warum geht das nicht? Nach der 4 kann er nicht zur 5. Warum? 3. Nee, von der 4 kann er nicht zur 5. Das halte ich für ein Gerücht. So. Und von der 5. Hier schief gelaufen. Machen wir nochmal von vorne. Von hier. Nach hier. Dann nach Basel. Dann das Ganze wieder zurück. Funktioniert das auch? Wahrscheinlich war ich eben verrutscht.
dann hier nach Rosenheim. Genau. Güterlinie München-Basel. Perfekt. Dann machen wir hier, wie gesagt, den Bauernhof hin. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich mir hier bei Bedarf die Industrien selber setze. Ich glaube, dass einer noch nicht mal reichen wird. Dann machen wir hier gleich zwei hin. Würde dann hier in die Mitte das Güterterminal setzen. Machen wir aber vier Stück. Bisschen länger. Dass man hier einfach einige alternative Terminals hat, ne? So. Ausfahrt, so, würde dann an die Seite noch Gebäude setzen, für ein bisschen mehr Kapazitäten, weil hier wird ordentlich produziert werden dann, bei so vielen Abnehmern, die wir haben, das ist schon dann echt eine Menge. So. Zack. Zack. Ja, das kann man schon machen, ne? Dass wir die Straße hier hochziehen. Hier die Brücke drüber. Einfach eine Steinbrücke. Straße geht dann hier rüber und hier hinein. So. Okay. Dann brauchen wir hier noch das Güterterminal für die LKWs. Plattform. Machen wir hier auch noch Güterplattformen hin. Und noch Gütergebäude dran. Kapazitäten hier schaffen. Wie viel haben wir jetzt? 1220 zusätzlich. Okay. Hier brauchen wir eine Linie geht nach München. Nach München, eine geht nach Rosenheim. Das sind dann zwei LKW-Linien. Zwei Fuhrlinien. Dann brauchen wir noch eine, die hier die Fabrik bedient und natürlich auch den Treibstoff zurückbringt. Also vier sind es auf jeden Fall. Dann bauen wir die mal so hier hin. So. Zack, Straßenzugang, zack. Dass wir hier ein bisschen Land gewinnen und hier ein bisschen Land dem Fluss zurückgeben. So. Das. Das führen wir hier rein. Und das ist die Linie, die dann Richtung München geht. Oder die
die Straße besser gesagt, einmal nach Rosenheim rüber. Zack. Oder wir könnten auch hier. Da müssten nicht alle LKWs hier rein, weil er das trotzdem auf 4 Terminals lassen wird, aber noch hier eins hinbauen, was sich dann um den Treibstoff um München kümmert. Und hier die beiden Linien, die nach Rosenheim führen und von hier unten kommen. Die können wir schon mal einrichten. Okay, okay. Möchte das aber anders haben. Wegpunkte. Nach der 1 da lang, dass wir hier so eine Rundlinie haben. Das gefällt mir besser. Könnten wir hier eigentlich auch machen. Das gefällt mir einfach besser. Wenn die LKWs da nicht so in den Terminals drin drehen. Ja, das passt sogar. Genau so. Das ist super. Müssen wir nur hier gucken. Das war hier die 3, ne? Genau. Die 3 und alternative Terminals natürlich alle anderen. Genauso wie hier. So, perfekt. Und das ist LKW Getreide in München. Gut, dann machen wir einmal die Linie hier nach Rosenheim. Das geht ja recht schnell. Okay, wir haben mal hier kaum. Ja, das geht. Das ist okay. Machen wir aber hier hin. Hier so. Dass der da einmal dreht dann. Stück. Hinten aber auch noch ein Ausgang rein. Mal gucken, wenn wir hier dann eine zweite Lebensmittelfabrik vielleicht brauchen, dass wir die Straße dann einfach noch versetzen. Ne? Dann fahren wir von hier nach hier. Genau so. LKW Lebensmittel Rosenheim. Das ist das erste. Und hier in München. Ist das schon geballt hier vorne, ne? Mal hier. Ja. Zack. Und dann fahren wir von hier nach hier. Und fährt er hier oben lang? Zugang haben zur Stadt. Ja. Okay. LKW Lebensmittel in München. Sondern natürlich darauf achten, nicht, dass die LKWs dann da im Stau stehen. Mir fällt gerade auf, dass der die Fabrik gar nicht beliefern kann von hier unten, ne? Aber wird das dann nicht hier reingelegt? Boah, das ist aber mies.
Das ist mit im Einzugsgebiet, aber die Fabrik leider nicht. Na gut, wir werden E2 brauchen. Bauen wir einmal eine zweite hier noch hin. Hier einmal die Straßen weg. Und dann sollte das passen, ne? Hä? Warum ist das nicht im Einzugsgebiet der Station? Das ist ja unlustig. Wenn ich die Straße hier lang baue, immer noch nicht. Das kann doch gar nicht sein, das ist doch nicht so weit weg, oder? Ist das zu weit weg? Nein, das kann doch nicht sein. Kurz was testen. Tatsächlich. So geht's. Aber dann beliefern die nur die Fabrik. Was ich echt blöd finde. So nicht geplant, aber gut. Da müssen wir dann hier, gut, dass wir hier 4 Terminals gemacht haben, halt auch ein paar LKWs dann hinschicken. Boah, das ist ja mies. Aber gut, es ist wie es ist. Müssen wir erstmal mit leben. So. Straßenfahrzeuge. Cargo. Dann haben wir hier die schönen Kipper. Ne? Hier haben wir die Skitransporter. Ne, Kühltransporter. Hier sind die Skitransporter. Ne? Pritsche offen. Das ist Pritsche. Sattelaufleger mit Pritsche. Aber so richtig Getreide haben wir gar nicht, so Getreide-LKWs, ne? Gut, wir könnten Trecker nehmen, habe ich jetzt nicht installiert, könnte man dann aber mal schauen, dass man das nimmt. Wir haben doch hier die hier, die Wormser, Traveco haben wir, genau. Sechs Stück. Und dann haben wir hier einmal Aldi für Lebensmittel München. Und dann müssen wir hier mal schauen, dass wir hier die Versorgung in Gang kriegen. Nach Konstanz, St. Gallen, Friedrichshafen. Ne, Friedrichshafen brauchen wir nicht. Aber Ulm, ne? Ulm brauchen wir auch noch. Dass wir hier die Abladestationen schon mal bauen. Ui, das ist aber hier ganz schön verteilt, ne? Reinsetzen. Das ist auch perfekt. Können wir dann auch eine Station für beides nehmen, für Treibstoff und für Lebensmittel. Hier. Zack. Und in Ulm. Puh, das ist auch so verteilt, ne? Hier oben ganz viel, da unten ganz viel. Hier oben halten lassen. Hier oben ist mehr im Einzugsgebiet.
Station. Die setzen wir hier hin. Bauen wir auch hier eine Ausfahrt hinten rein. Ach Mist, muss ich erstmal länger machen. Ist echt schade, dass es kaum so Abladestationen gibt für LKWs, ne? Klar, es gibt hier ein paar Bauhaus und Ikea und dann gibt es ja auch diese tollen DHL-Lager, aber die haben A, nicht so eine große Kapazität und B, können die nicht so viel zwischenlagern. Das ist halt das Problem. Die sehen schön aus, die sind auch echt cool, aber was die Kapazitäten angeht, leider doch schon ziemlich mau. Ja, lassen wir erstmal so. Ziehen hier die Straße rein. Ziehen hier die Straße rein. Richten hier die Linien ein. Von hier nach hier. So. Damit er hier dreht. Dann hält er hier halt kurz an, aber er dreht zumindest hier und nicht so blöd. Das würde ich mir für eine Nachfolge halt auch wünschen, dass das Spiel das dann halt auch erkennt, wo er da zu halten hat. LKW Lebensmittel Ulm. Also was heißt zu halten, sondern dass er da nicht so blöd einfach auf der Straße dreht, ne? Das würde ich mir halt schon wünschen. Zack. Ja, hier auch wieder, ne? Hier entlang fährt. Hier hoch. Nach der 3 fährst du bitte hier oben lang. Genau, fährt hier rein, fährt dann hier hoch. Fährt hier rein. Fährst dann hier lang. Hält er jetzt auf derselben? Wo ist jetzt schief gelaufen? Das ist ja Ulm. Und die 2. Der hält auf der 2 und der hält auf der 2. Möchte ich aber nicht. Auf der 4, nee. Ja, das passt. Fährt hier rein und fährt dann da raus. Genau. LKW Lebensmittel. Konstanz. Das war Konstanz, ne? Genau. Und dann haben wir noch St. Gallen. Und dann machen wir das hier genau andersrum. Der fährt dann hier vorne rein. Da brauchen wir hier einen Wegpunkt. Da habe ich doch eine neue Linie erstellt. Hey, wo sind die jetzt hin? Da, die 2. Können wir die mal wegmachen. So. Der fährt hier vorne rein. Hält dann hier an und fährt dann hier hinten wieder raus. Aber das ist schon manchmal echt nicht kompliziert gemacht, aber man muss halt echt viel auch mit Wegpunkten und so arbeiten, ne? Fährt hier durch und fährt nach hier hinten. Perfekt. LKW Lebensmittel St. Gallen. So. Und wenn wir dann hier LKWs eingerichtet haben. Hier brauchen wir erstmal eine Erweiterung der Straße. Dann können wir auch die ersten Züge noch in dieser Folge losschicken. Busspur, ja. Genau. Schicken hier die LKWs noch los. Gebäude. Straßenfahrzeugdepot.
das. Hatte ich auch noch nicht, aber gut. B&M und Tesco. Dann nehmen wir einmal DHL und Daxa. Und nehmen einmal Walter und Hofer. Was nun? Achso, ja. Ja. Möchte natürlich jetzt nicht immer dieses Ausrufezeichen da oben haben, deswegen nehmen wir hier LKW Ulm. Da habe ich ja die 4 hier mit drin. Dann machen wir halt auch hier, wenn das nicht geht, wenn das Spiel das blöd findet, machen wir halt auch hier das Ganze über den Wegpunkt. Sonst haben wir hier oben immer das Ausrufezeichen. So, und jetzt können wir die ersten Züge losschicken. Hier liegen auch schon fleißig die Lebensmittel drin. Nach München und nach Rosenheim. Sehr schön. Gearbeitet, ne? Und dann gucken wir mal hier, würde ich natürlich ganz von hier hinten losschicken. Dass wir hier das Depot reinbauen. Das Zugdepot. Passt das? Ja, sollte passen, ne? Perfekt. Hier noch rein. Zack. Schienen. Mit Oberleitung. Einmal hier schön. Nein. Eine Lokomotive. Oh, da könnten wir gleich die RE66 nehmen, ne? Das wäre doch prima, oder? Machen wir auch. Aber welche nehmen wir? Ach, das ist wieder... Ich hatte noch nie eine grüne. Weder bei den Transport über zwei Rennen, noch bei irgendeiner Map. Nehmen wir hier die Zollikofen Gotthard Jubiläum Variante. Und dann gucken wir mal, was wir hier... Lebensmittel, Treibstoff und Öl. Das hört sich gut an, ne? Der auch, ne? Lebensmittel, Treibstoff, Öl, Rohöl. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. 20, die können auch 120. Ach, eine tolle Lok, ne? Und das ist wirklich super, weil dann können wir die Lebensmittel hierher bringen, ne? Können auf dem Rückweg das Öl mitnehmen, machen auf der Hin- und auf der Rückfahrt Kohle und können dann Lebensmittel und Treibstoff auch wieder zurückbringen. Das ist wirklich super, weil wir brauchen ja hier Treibstoff, in Nancy Treibstoff, wir brauchen in Konstanz Treibstoff, wir brauchen in München Treibstoff, das ist wirklich super, das gefällt mir echt gut, in Salzburg brauchen wir auch Treibstoff, aber für den Zug ist wichtig, einmal nach Konstanz und dann natürlich auch Basel und Nancy, das ist sehr, sehr cool. So muss es sein, ne? Und dann mal gucken. Da sind sie doch schon, die ersten Lebensmittel hier für die Güterlinie. Sehr, sehr cool. Hier haben wir ja echt noch Luft nach oben, ne? Und hier müssen wir mal schauen, dass wir dann hier auch eine Linie haben, die natürlich auch hier
dann Getreide hinliefert, damit die dann auch anfängt. 200, ja. 72 Versand, hier haben wir 128 Versand. Das wird aber hoffentlich werden. Bin ich in guter Dinge. Hier ist unser Zug. Können wir nochmal hier schauen am Bahnübergang. Zum Abschied. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann schauen wir mal, wie gut das Ganze anläuft. Müssen wir natürlich in den nächsten Folgen auch noch erweitern hier. Unsere Versorgung hinten bei Basel noch. LKW-Linien etc. einrichten. Sehr, sehr nice. Ich bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.